So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout 4. Ja, ich guck mal kurz hinter mich. Ja, okay, das sind 15. Okay, bis 20 vor. Ja, Sir. Ah. Wenn du wieder auf den Beinen bist, möchte ich, dass du den Perimeter sicherst. Ich kümmere mich drum. In Ordnung, Zivilist. Dann zeig mal, was du kannst. Begib dich ins Polizeirevier und stock deine Ausrüstung auf. Lass es mich wissen, wenn du bereit bist. Dann mal los, Leute. So. Okay, Großer. Gehen wir. Ja, komm jetzt schon. Machen wir direkt mal. Nicht wahr, Cotsworth? Warte mal, Cotsworth. Hey. Ich höre auf. Estelle ist schon in Arbeit. Meinung? Was meinst du? Es ist wohltuend, etwas militärische Ordnung im Commonwealth zu erleben. Hoffen wir, dass ihre Absichten redlich sind. Okay, Meinungen? Was meinst du? Eine weise Entscheidung, Sir. Oder General, wenn ich darf. Die Minutemen scheinen recht aufrichtig zu sein. Meinung? Was meinst du? Sind sie ignorant oder einfach nur dumm? Weiß ich nicht. Interessiert mich auch nicht. Was? Was meinst du? So ist das Commonwealth, Sir. Ich hätte nie erwartet, dass es einmal so weit mit uns kommen würde. Atomkrieg. Die Ehefrau fort. Das Schicksal des kleinen Sean. Wie viele Leben hat der Krieg gekostet? Es ist eine Tragödie, Sir. Ja, das ist es. Okay, nochmal Meinung. Was meinst du? Das ist in jedem Fall spannender als die Arbeit im Haushalt. Oh, will sich da jemand beschweren? Aber die Beziehung... Was denkst du über uns? Schwer zu sagen, Sir. Wir kennen einander besser denn je. Sie sind nur in letzter Zeit nicht mehr Sie selbst. Boah, wir müssen echt mal etwas machen, dass Cotsworth wieder ein bisschen besänftigt. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn er... Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es irgendwo eine Grenze gibt, wo ein Begleiter sagt, nee, das reicht. Mach deinen Scheiß woanders. Ich weiß nicht. Deine Aussichten sind ziemlich schlecht. Wäre vielleicht humaner, dir einfach den Gnadenschuss zu verpassen. Du bist so ein herzensguter Mensch, Doc. Hör auf, rumzuzappeln, damit ich dich verbinden kann. Hau mal raus. Einsatzgelehrte Halen, persönliche Aufzeichnungen, Eintrag 324a. Langsam frage ich mich, ob es so schlau war, der stählernden Bruderschaft beizutreten. Ursprünglich bin ich beigetreten, weil ich Schutz und Kameradschaft suchte. Aber langsam befürchte ich, dass ich dabei ein Stück meiner Menschlichkeit aufgegeben habe. Die Botschaft der Bruderschaft lautet Hoffnung für die Zukunft. Das klingt idealistisch und edel. Aber ihre Methoden lassen eine Menge zu wünschen übrig. Besonders schlimm scheint es in der Führungsetage zu sein. Statt auf Diplomatie setzt man dort auf gewalttätige Konfrontation, um Kontrolle auszuüben. Trotz alledem habe ich es bisher erfolgreich geschafft, den Gefechten aus dem Weg zu gehen, indem ich die Laufbahn einer Einsatzgelehrten gewählt habe. Es muss sich noch herausstellen, wie lange ich den Anblick von Blut auf meiner moralisch sauberen Weste ertragen kann. Ja. Das Schöne an diesen ganzen Audioaufnahmen. Ich muss währenddessen nichts sagen. Aber wir wurden von Halen angesprochen. Gelehrte, du solltest dich besser beeilen. Paladin Dance lässt man lieber nicht warten. Ja, falls uns nicht gerade ein Behemoth einen Besuch abstattet. Hey, Behemoth, wenn schon. Was passiert? Halten wir gar nicht lange genug durch, um uns noch Sorgen darüber zu machen. Okay, aber bevor wir mit Paladin Dance losziehen in die große Schlacht, will ich etwas abholen. Etwas, was diesem Kreuzzug eine gewisse Würde verleiht. Etwas, was auch eine gewisse Würze verleiht. Etwas, was... Oh, Level up. Ja, würde ich mal sagen. So ein Level 7, wir könnten also... Dietriche machen, aber nö. Ich will Gewehrschütze werden. Erstmals. Ja. Was wir abholen, sollte spätestens jetzt klar sein, offensichtlich sein. Etwas, was halt hierzu passen würde. Also ein bisschen Partnerlook-mäßig wird es schon. Was könnte denn sonst gemeint werden als die schicke, tolle, teure Power-Rüstung? Und wir sind im Ladescreen. Der Aggressotron. Das sind wirklich ekelhafte Viecher, wenn ich es mal so sagen darf. Aber ich hoffe, dass wir erstmal von denen verschont bleiben. So.
ein mit uns. Findest du? Ja, wir haben nicht mehr viel. Beziehungsweise unser Fusionskern ist schon fast leer. Und ich hoffe, die 1 bei unserem Status da vom Fusionskern ist, dass wir noch einen Petto haben. Nicht, dass wir insgesamt noch einen haben und der gerade am Ablaufen ist. Ansonsten müssten wir echt die Rüstung zurücklassen. Ich denke mal, das wäre die Notsituation. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich damals relativ gut ziemlich viele von den Fusionskernen hatte. Ah, das wird schon, das wird schon, das wird schon. So, wir sind ausgestattet, einsatzbereit. Das ist nicht, was wir wollten. Das ist, was wir wollten, ne? Oh. Boah, so ein Gewehr ist das. Und da haben wir unsere Ressourcen reingesteckt für so ein lumpiges Gewehr. Naja, ich sollte mich nicht beschweren. Wir werden wahrscheinlich nicht am Anfang direkt... Ich weiß nicht. Halt ein schöneres Karabiner bekommen. Naja, wenn es ordentlich fetzt, können wir damit auch treffen. Paladin Dance. Bist du bereit? Wir sind bereit. Bereit. Wunderbar. Folge mir und versuche nicht zurückzufallen. Ja, okay. Dann solltest du aber auch los, ne? Los! Wir haben nicht mehr so viel Sendezeit. Oh, die Zeit geht wirklich rapide schnell. Ach ne, der Bug. So. Okay, machen wir eine Runde. Und wir sind hier rangekommen. Jetzt sollten wir aber wenigstens durch die Tür kommen. Yes, yes, yes. Oh my God. Ladenschirm, ohne was zu sehen. Wie entspannt aber sich die Kreise ziehen unten rechts. So, Paladin David. Dann zeig uns. Nein, das wollte ich nicht. So, dann steigen wir wieder ein. Ich wollte eigentlich die Leiche hervorheben, aber Powerrüstung sagt irgendwie nein. Deswegen, Dance, wo bist du? Da bist du. Wir nehmen diese Gasse. Mir nach. Okay, nehmen wir diese Gasse. Dir nach. Ich weiß gar nicht, mit was er ausgestattet ist. Wahrscheinlich mit einem Lasergewehr. Archer liegt am besten, nicht weit von hier. Wenn wir dieser Straße folgen, können wir den größeren Ghoul-Gruppen aus dem Weg gehen, die sich in Cambridge rumtreiben. Ah, dann ist doch der ganze Spaß weg. So weit vom Polizeirevier zu entfernen ist riskant. Aber den Sender funktionstüchtig zu bekommen, hat oberste Priorität. Wenn es nach mir ginge, hätte ich mein Team schon längst verlegt. Der Gelehrte Halen hat beunruhigende Energiewerte in der Gegend gemessen, denen wir nachgehen müssen. Wir wissen nicht viel darüber, nur dass sie lediglich für kurze Zeit auftreten und eine Frequenz verwenden, für die fortschrittliche Technologie erforderlich ist. Wir befürchten, dass derjenige, der für diese Energiewerte verantwortlich ist, eine Bedrohung sein könnte. Also müssen wir der Sache nachgehen. Ich sehe da hinten Leute. Genau, wenn ich mich entschließe, was zu trinken, hörst du auf zu reden. Ich will mal kurz gucken. Okay, es ist nur eine Karawane. Okay, dann ist ja gut. Nicht wahr, Dance? Paladin Dance. Werden die jetzt? Okay, da kommen wir nicht gut mit. Ja, ja, red weiter. Die Mission des ersten Teams war ein großer Erfolg. Sie haben kistenweise Vorkriegsartefakte und historische Dokumente mitgebracht. Die zweite Mission verlief nicht ganz so gut. Kurz nachdem das Team angekommen war, ist der Kontakt ab und wir haben nie wieder etwas von ihnen gehört. Das ist tragisch. Was mein Team angeht, wir haben schon 4 Männer an dieses verfluchte Ödland verloren. Seit unserer Ankunft werden wir laufend attackiert. Aber trotz dieser Rückschläge denke ich nicht daran aufzugeben oder als verschollen gemeldet zu werden.
sind wir denn schon da? Da ist ein Gebäude. Ein großes. Eventuell mächtiges. Und laut Kompass eine Fabrik. Vielleicht ist es dieses Arc-Jet. Wir werden es sehen. Ja, werden wir noch. Definitiv werden wir das noch. Ah, Paladin Dance, du kannst dich echt ein bisschen beeilen. Warte. Ah, unser Bajonett macht es uns nochmal gefährlicher. Oder genau das macht uns halt gefährlich. Wir werden schießen, solange wie Munition. Ich habe unser Bajonett. Ups. Ich wollte eigentlich schon einmal kurz Alt gedrückt haben, damit wir halt zustechen und unser Bajonett nochmal präsentieren können. Aber naja. Hatte ich ja als Granaten, beziehungsweise explosionsmäßige. Außen sollten keine Sicherheitssysteme sein. Wir können also durch den Haupteingang rein. Können wir das? Okay, wir sind angekommen, wie unser Paladin Dance hier schön gesagt hat. Und da hier keine Sicherheitssysteme sind, können wir problemlos durch den Haupteingang. So, dann würde ich mal sagen, wo bist du? Gehen wir doch durch den Haupteingang. Okay. Wir halluzinieren scheinbar schon. Da ist gerade ein Vogel durchgeflogen. Paladin, pass auf. Wir ziehen das sauber und leise durch. Keine Heldentaten. Alles schön nach Vorschrift. Verstanden? Verstanden. Verstanden. Wunderbar. Denk dran. Unser Hauptziel ist der Hochleistungssender. Konzentriere dich und pass auf, wo du hinschießt. Ich will nicht von einem Querschläger getroffen werden. Dabei hast du doch eine schicke Powerrüstung an. So. Jetzt mal warten, bis er durchkommt. Nicht, dass wir vielleicht wieder eine Runde drehen müssten, um da auch reinzukommen. Ladebildschirm, Ladebildschirm, hallo, lieber Ladebildschirm. Es waren Firmen wie diese hier, die den letzten Nagel in den Sarg der Menschheit schlugen. Sie nutzten die Technologie für ihre eigenen Zwecke aus. Sie steckten das Geld ein, ohne sich Gedanken über den Schaden zu machen, den sie angerichtet hatten. Ja, finde ich auch furchtbar. Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das Auto. Warum hörst du auf zu sprechen? Hören wie ein Feind. Der Allzeit. Sicherheitsterminal. Was sagst du denn? Sicherheitsgeschütztürme. Okay, nur Text. Protektronsteuerung. Alles ausgefallen. Beziehungsweise hier ist halt auf eine andere Art von, naja, Ausschaltung vorhanden gewesen. Kotzwolf, du bist gerade ein bisschen im Weg. Ich will mich doch nur ein bisschen umschauen. Ja? Ja. Ach, wir sollen mit Paladins Dance reden. Ich dachte, wir erkunden jetzt auf eigener Faust quasi. Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Scheinbar. Ja. Gut. Dann brauchen wir uns weniger Gedanken, um die Sicherheitssysteme zu machen. Negativ. Das ist alles andere als gut. Sieh dich mal um. Nirgendwo ist auch nur eine Patronenhülse oder ein Tropfen Blut zu sehen. Die Roboter wurden von Synths des Instituts angegriffen. Synths? Synth? Bedeutet das nicht so viel wie Roboter? Sie sind ein Missbrauch von Technologie, erschaffen vom Institut. Ausgeburten, die die Menschheit verbessern sollen. Das ist nicht hinnehmbar. Wir dürfen nicht zulassen, dass so etwas existiert. Okay, Augen offen halten. Ich werde die Augen offen halten. Alles klar, gehen wir weiter. Irgendwie will ich ja nicht vorlesen, was wir gleich sagen werden, aber irgendwie denke ich, dass dann irgendwas fehlt. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht allzu übel. Ich sehe noch ein paar Schrottteile, die die Bruderschaft interessieren können. Wenn wir hier fertig sind, muss ich den Ort für eine Bergungsmission freigeben. Scheint eine Sackgasse zu sein. Such nach einem Weg, die Tür zu öffnen. Ich schaue mich in der Zwischenzeit hier ein wenig um. Glaube ich, habe ich gerade gefunden. Zu gut geschützt. Okay, zu gut geschützt. Oh, das warum war's. Zum Geier müssen wir diesen Mist aufnehmen? Oh, scheiße, das Ding ist an, oder? Ihr spricht Technikerin Rand von der Abteilung ArcJet Antriebssysteme. Bei mir ist Techniker Janowski. Arbeitsprotokoll A1190. Janowski.
Janowski und ich arbeiten jetzt seit rund 3 Monaten am Projekt Marsflug. Und ich glaube, dass wir die Schubberechnung abgeschlossen haben. Mann, wie gerne würde ich die Jungs begleiten. Wäre schön, von unserem verdammten Planeten wegzukommen. Hey, reiß dich zusammen! Wenn wir diese Protokolle nicht anständig aufnehmen, fliegen wir raus. Der Aufseher hat es ohnehin schon auf uns abgesehen, weil wir länger brauchen als versprochen. Na und? Wir müssen eh zur Armee. In ein paar Wochen geht's los. Schon vergessen? Bald machen wir Liegestütze und essen gefriergetrocknete Rationen. Und dann werden wir uns wünschen, unsere Tage... Das schaffe ich nicht zu hängen. Natürlich habe ich das nicht vergessen. Wirf das Band doch am besten weg. Wir fangen ein neues an. Ja, okay. Und wie öffnen wir das hier? Ja, Kotto. Hey. Ja, Sir? Kannst du da was machen? Guck dir das an. Schau's dir an. Okay, ignoriert uns eiskalt. Ice cold, man. Was machen wir dann hier? Paladin Dance? Okay, sichere deinen Bereich und sei leise. Nice. Ich will nur kurz erwähnen, dass meine Hacking-Skills nicht gerade die größten sind. Ich nicht weiß, wo hier eventuell der Code für die scheiß Konsole ist, wenn es hier überhaupt einen Code gibt. Das Ding kann ich nicht hacken. Okay, okay. Okay, wir sind jetzt mehrfach im Kreis gerannt. Ich glaube, wir haben festgestellt, dass wir der Ort nur nicht, beziehungsweise der Code nicht bekommen. Aber was passiert eigentlich, wenn wir ein Schuss, zwei Schuss, okay, passiert nichts Tolles. Ja, gucken wir uns hier nochmal um. Vielleicht haben wir was übersehen. Wobei, was denn? Hier waren wir überall. Ja, wo geht's denn weiter? Wo geht's denn weiter? Ich finde die Kacke nicht. Willst du das jetzt einfach wirklich skillen? Nein. Ich nehme an, das Ende der Welt wurde in einem Labor wie diesem ergangen. Wäre nur nicht so viel Technologie wie diese verloren gegangen, der Zivilisation hätte es gut getan. Okay, gucken wir einfach mal hier rein. Ernsthaft? Serious? Och Gott, nö. Ja, dann hacken wir mal. Laborsteuerung, okay, Fehler. Sicherheitstürsteuerung, Tür öffnen. Für die Ehre, für den Hallo. Was zum... Hihihi.